Liebe Unternehmerinnen und liebe Unternehmer, wie oft bekommen Sie in diesen Tagen zu hören, das ist nicht lieferbar? Mir als Apothekerin geht es nicht anders. Meine Kunden mussten auf Fiebersäfte oder Krebspräparate teilweise Wochen warten. Das ist ein unerträglicher Zustand. Fast alle Lieferprobleme hängen mit Corona und China zusammen. Nach dem Ausbruch der Pandemie verhängte die chinesische Regierung einen Lockdown über wirtschaftlich wichtige Regionen. Viele Fabriken und Häfen der Werkbank der Welt wurden geschlossen. Die Folgen spüren wir heute noch. Wichtige Transportwege nach Europa und Deutschland sind gekappt und Lieferketten massiv gestört. Davon sind alle Branchen betroffen: die Autoindustrie, der Maschinenbau, der Gesundheitssektor. Das darf nicht wieder passieren. Unsere Wirtschaft darf nicht erpressbar sein. Aus meiner Sicht müssen jetzt drei Dinge getan werden. Erstens, Lieferketten neu konzipieren. Zweitens, ausgelagerte Produktionsbereiche zurückholen. Drittens, wichtige Vorprodukte wieder in Deutschland herstellen. Hierbei muss der Staat, so wie er es bei der Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur auch tut, regulierend eingreifen. Beispielsweise kann er die Wiederansiedlung von Fertigungsanlagen fördern. Mit diesem Paket können wir uns von unsicheren Märkten unabhängig machen.